Ja moin, The Last of Us, habe ich als Serie geguckt, mit Pedro Pascal, großer Fan gewesen und jetzt habe ich dieses Spiel auch auf der PlayStation 5 gespielt und es ist herzzerreißend und es ist gruselig und es ist lustig und all das seht ihr jetzt in diesem YouTube-Video. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn euch das gefällt, hinterlasst sehr gerne ein Like und abonniert natürlich den Kanal. Viel Spaß. Oh, Christopher! Wer? Du dumme Kuh! Du blöde Sau! Du kriegst jetzt auch aufs Maul, du Assi! Bam, bam, bam! Ich bin Batman! Entschuldigung. Okay, das waren alle. Ich gehe ein bisschen in dem Spiel auf, wenn ihr das merkt. Wo gehen wir hin? Zu deiner Mutter! Da kommen wir. Das macht sie ja schon. Und du? Fettchen. Oh! Dass er ihm so auf den Kopf tritt, damit habe ich nicht gerechnet. Das war... Also mit der Brutalität habe ich gerade nicht gerechnet. Mama, Papa, ich spiele solche Spiele sonst wirklich nicht, okay? Wie lange dauert das alles noch? Oh, wenn typisch Kind. Wie lange noch? Du musst pullern. Sind wir schon da? Mir ist kalt. Ich hab Hunger. Berühren nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Ja, ist super nervig. Hi! Hä? Ist sie dagegen gerannt? Und lebt? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Und dann explodiert es hinter mir. Bist du bescheuert oder was? Was war das denn, Chat? Die ist dagegen gelaufen. Die Bombe ist weg. Okay, du bist offensichtlich nicht nur immun gegen Zombiebisse. Du bist auch, du kannst auch nicht explodieren. Was bist du für ein Freak, ey? Na los, Kleine. Da, durchs Loch. Ah! Los, los. Oh, hab ich Schreck gekriegt. Leute, da kann man nicht durch. Scheiße. Scheiße. Oh, hab ich einen fucking Schreck gekriegt. Weil diese beschissene Lautstärke zu krass ist, Mann. Huhu. Ei, ei, ei. Schieß mal auf sie. Ellie, komm mal her. Nee, geht nicht. Kann ich auf sie schießen. Oh! Ich kann doch auf sie schießen, aber sie ist ja unverwundbar. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Gut, dass sie Superkräfte hat. Ellie, dir geht's gut, ne? Ja, alles klar. Kein Lärm machen, ne? Kein Lärm machen! So, ihr seid erstmal die Ersten, die da jetzt hinten schön abfackeln. Oh. Ja, okay, gut. Er ist da. Na, siehst du. Also. Krass. Mein Plan ist einfach perfekt aufgegangen, ne? Ich bin ein Mann, der auch seine Gefühle zeigen kann. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. Ich sag, ich bin ein Mann, der seine Gefühle zeigen kann. Und Ellie sagt, wow, wie seltsam. Okay, pass mal auf, ja? Wenn du gerade mitgekriegt hast, wie die ganzen Frauen hier in diesem Spiel mit mir reden, ja? Bei uns wird das anders sein. Ich lass mir von dir nichts sagen. Du musst deswegen jetzt nicht direkt das Messer ziehen. Ich wollte nur mit dir reden. Okay, also, Ah, guck mal! Hallihallo! Du bist aber auch ein Feini! Das wird nicht lang reichen. Das hat sie nicht gemacht, Chat. Ach ja, diese Goal. Comic-Geschichte. Ey, Ellie, da liegt einer! Das ist jetzt aber anders respektlos, Ellie. Also junger Mann, ich möchte mich in aller Form bei meiner Ziehtochter entschuldigen. Also, man rennt ja nicht einfach über Leichen, das macht man nicht. Ey, wenn die mein Pferd töten, raste ich aus. Nein! Ich sag es jetzt! Nein! Pedro!
Nein, Pedro! Oh Mann! Nein! Scheiße! Okay. Nee, ich will nicht mehr! Belastend. Pedro, steh auf, das ist nur ein Kratzer. Steh auf! Nein, ich muss weg, Pedro! Komm raus, komm raus. Zack, im Kopf, ey. Oh, guck mal, er ist auf dem Geländer gefallen. Das ist nicht meine Schuld. Geil. 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 Geil, wie er darüber gefallen ist. Er hat sich gemütlich gemacht. Das ist so eine Rückentechnik vom Orthopäden. Alles muss man hier alleine machen. Was ist denn da? Das musst du dir ansehen. Was ist denn? 1:1. Ich bin schon in Joels Charakter übergegangen. Ellie ist nicht transgender. Ellie ist transparent. Ellie ist zwar sichtbar zur Welt gekommen, identifiziert sich aber als transparent. Und ihre Pronomen sind wo und wie. Also manchmal frage ich mich auch wirklich, was da in diesem Kopf passiert. Also es würde mich nicht wundern, wenn ich irgendwann seziert werde und man sieht, dass in meinem Kopf eigentlich wie bei Men in Black oder so ein kleiner Außerirdischer sitzt, der mich steuert. Das würde mich nicht wundern. Oh, guck mal, hier so ein Deckplättchen. Deckplättchen? Deckblättchen? Wie heißt denn das? Heißt das Deckplättchen? Plättchen? Plättchen. Zum Decken des Tisches ein Deckplättchen, ne? Platzdeckchen. Ha! Ja, meine ich ja. Platzdeckchen. Ja, dafür habe ich ja Bedienstete, die das bei mir aufbauen. Ellie, wenn du dich zeigst, ich verspreche dir, ich werde immer nett sein. Ich werde keine bösen Wörter mehr benutzen. Ich werde dir nur noch Liebe schenken. Du wirst wie eine Prinzessin behandelt werden. Wirklich, ich bin der liebste Mensch zu dir. Ich verspreche es dir. Da bist du ja, du dumme Kuh. Mann, du hast mir einen Schreck eingejagt. Du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Blöde Kuh, ey. Ehrlich jetzt. Rutsch doch mal. Ja, hau ab, Mann. Echt gruselig. Hey, ja. Weißt du, wie wir da raufkommen? Ja, nein. Ellie, jetzt, wo ist sie? Ich muss mit ihr reden. Da, pass mal auf. Pass mal auf, mein Schatz. Okay, ich habe vielleicht ein bisschen überreagiert. Ich meine, du hast einen Mann in den Kopf geschossen, ja? Und wie alt bist du? 4 Jahre? Du bist doch höchstens 5. Es tut mir leid. Sei jetzt bitte nicht mehr bockig. Jetzt zieht die wieder hier. Guck doch mal, Chat. Was soll ich denn in so einer Situation machen? Ich entschuldige mich bei ihr und sie holt das Messer raus. Hä? Komm her. Was ist los, Mann? Mach weiter, du Ellie. Habt ihr den Kopf gesehen? Habt ihr seinen Kopf gesehen? Ei. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Aber das braucht er. Ellie, unsere Regel ist auch, wir nehmen nur das, was wir brauchen. Ich nehme das Schaukelpferd und du den kleinen Buggy hier. Okay? Und den Teddy. Und die Figuren. Aber nur das, was wir brauchen. Ich brauche diesen Panda-Kopf. Was wollen Sie trinken? Hm? Tomatensaft, Apfelschorle, Orangensaft, kleines Bierchen. Hallo? Können Sie sich bitte anschnallen? Er ist lustig gefallen. Ruhe in Frieden. Wir sollten los, Marlene. Die haben doch, das ist doch bestimmt ein Zeichen. Ja, stimmt. Das ist doch hier Buchstaben, so YMCA oder so. Was könnte das heißen? Das ist ein R, haben wir gesagt, ne? Das ist ein I und das ist ein A. Ria. Wer ist Ria? Sag mir, wer Ria ist. Ich erschieß dich! Mann!
kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren, außer dass er eine Stunde zum Nachladen braucht. Nur, dass er eine Stunde zum Nachladen braucht, sonst kann nichts passieren. Ganz entspannt. Ey, lass dir Zeit, wirklich. Mann, ey. Dumme Potsau, Alter. Ha, guck mal, wie er da oben läuft, guck mal. Ich hab mich erschreckt, aber du läufst bescheuert. Wollen wir Bibi und Tina spielen? Ich bin Bibi. Wir sind Bibi Hallo. Und Tina auf Amadeus und Sabrina. Das, Elli, ist... Nein, das ist noch ein Lami. Guck mal. Das sind Lamatas. Elli, die kennst du nicht. Das sind Lamatas. Ein Lama und mehrere Lamatas. Ich muss weg. Du überrascht mich immer wieder. Nein! Zu scharf. Du überraschst mich immer wieder. Sag mal, kann das Spiel mal kurz warten? Ich unterhalte mich gerade mit den Leuten. Ich muss kurz Pause drücken. Für die, die sich gerade fragen, warum ist er gestorben? Ich wollte euch die Animation zeigen, wie das aussieht, wenn so eine Machete in meinen Körper von hinten gedrückt wird. Oh, wie das stinkt. Du stinkst. Oh, guck mal. Kleine Entchen. Wie soll ich sagen? Biele, 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 biele. Biele, 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 biele. Biele, 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 biele. Ja, feinig seid ihr.